Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde. Sehr geil, dass ihr wieder mit am Start seid. Hier zu einem weiteren Gothic Community React. Ja, heute haben wir auch wieder sehr interessante Videos dabei. Ich hoffe, ihr habt Bock. Ich hab Bock. Lul. Und nochmal der Hinweis von mir. Bitte schaut auf alle Videos, bei allen Kanälen vorbei, auf die Videos, die ich hier reagiere. Unterstützt die Content Creator und lasst gerne ein Like und ein Abo dort da. Das ist ganz wichtig. Und ja, dann würde ich sagen, wir schnacken gar nicht allzu lang drumherum, sondern wir fangen direkt mit dem ersten Video an. Und das erste Video, was wir uns anschauen heute, ist Teil 3 von Geschichten mit Greg von Jorgenson. Und ich würde sagen, schauen wir einfach mal rein. Wir können mal ein kurzes Recap machen von der letzten Folge. In der letzten Folge ist viel passiert. Da habe ich ja auch im letzten React, habe ich mir das angeschaut. Rauter hat einen Banditen in der Stadt gefunden. Greg war auf Onas Hof unterwegs. Und Pyrokar und Lord Hagen suchen nach Watras. Also alles in allem sehr spannend. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Los geht's. Kümmerliche Vorstellung. Und Ingmar schläft. Inga, meinst du, es ist eine gute Idee, diesen schwarzen Magier um Rat zu bitten? Bei den anderen Magiern kann ich ja schlecht anfragen, aber ich muss unseren Ruf wiederherstellen. Ich muss Watras finden. Wer ist denn Watras? Inga, was ist eigentlich los mit dir? Hörst du jemals zu? Kriegst du jemals irgendwas mit? Das war nur ein Witz, Schilmalhagen. Das ist nicht lustig, aber nochmal zur Frage. Soll ich zu diesem Zardas gehen und ihn um Hilfe bitten? Ja, ich denke, dass das ein guter Plan ist. Sag ich doch. Na, dann bin ich mal unterwegs. Also, wenn er aus dem Stand mit so einer Rüstung, lass es 50 Zentimeter hoher, 50, 60 Zentimeter, ja, wobei, 50, 60 Zentimeter hoher Tisch wäre ziemlich wenig. Also, lass es mal ein Meter Tisch sein, also, und boah. Lass das ein Tisch sein, der 1 Meter hoch ist. Und er schafft's aus dem Stand, so einen Sprung in der Rüstung auf den Tisch. Respekt. Kannst du mir auf dem Rückweg noch was vom Marktplatz mitbringen? Inga, treib es nicht so weit. Die Lage ist ernst. Kein Grund, hier gleich rum zu schreien. Dann gehe ich eben selbst zum Markt. Wer hat dich eigentlich zum ersten Offizier gemacht? Naja, du warst das. Halt dein Maul jetzt. Halt dein Maul. Kollege, hast du jetzt noch ein paar Infos für mich? Nee, der Kampf war aber gut, danke. Hatte schon lange keine Action mehr hier am Hof. Das darf doch nicht wahr sein. Ach, und zum Hof darfst du trotzdem nicht, außer du zahlst. Also mach keinen Stress oder ich hol die Jungs. Du kannst vielleicht mich verprügeln. Aua, was soll die Scheiße? Okay, und du kannst auch ihn verprügeln. Aber kannst du es auch mit dem ganzen Hof aufnehmen? Ihr seid ein Sauhaufen, das seid ihr. Keine Ehre im Leib. So eine Scheiße aber auch. Hoffentlich hat der Rauter Glück. So ein Glück aber auch, dass ich dich gefunden habe. Richtig? Ja, richtig. Also nochmal. Ich soll da einfach reingehen. Oben nach einem Fass suchen und dann das Zeug vom Piraten holen. Aber du weißt nicht, was es ist. Und wo genau es ist, weißt du auch nicht. Richtig. Na, dann wollen wir mal. Guck hoch. Seid ihr beiden eigentlich komplett bescheuert? Ah! Dein Plan wird wohl nicht aufgehen. Und jetzt verzieh dich, oder du bist der Nächste. Rauter wird sich verziehen. Richtig? Ja, richtig. So, ich bin gleich da. Das Storytelling ist so nice. Rotan? Ich würde da nicht reingehen. Xardas hat schlechte Laune. Du hast mit ihm gesprochen? Dazu kam es nicht. Er hat einen Türsteher und er meinte, dass Xardas schlechte Laune hat. Und dann hast du nichts weiter gemacht? Doch, aber es stellte sich als Fehler raus. Was ist passiert? Darüber will ich nicht reden. Darüber kann ich nicht reden. Darüber werde ich für immer schweigen. Oh Mann. Okay, dann gehe ich mal selbst gucken, was da los ist. Oh shit, der wurde bestimmt von Taurus irgendwie. Was ein Scheißtag. Greg, richtig? Wenn du noch einmal richtig sagst, dann hau ich dich um. Rauter kann nicht anders. Ruhig. Tigerweise wird er aber mal eine Ausnahme machen und nichts mehr sagen, das Greg wütend macht. Da hast du noch mal Glück gehabt, Freundchen. Naja,
Also bei mir lief alles schief. Wie war's bei dir? Ich war in der Stadt. Hab einen Dieb gefunden. Ich war auch bei der Taverne. Hab den Dieb erklärt, was er machen muss. Aber dann... Aber dann hat Orlan ihn zu Hackfleisch verarbeitet. Richtig? Richtig. Das ist korrekt. Okay, ich muss dir die Wahrheit sagen. Orlan war mal mein Partner. Wir beide sind große Piraten-Captains gewesen. Aber dann auf der Totenkopfinsel hat sich alles verändert. Die Gier hat ihn gepackt und er hat mir unseren Schatz einfach vorenthalten. Dann hat er sich aufs Land zurückgezogen und sich diese Taverne gekauft und tut so, als wäre er ein netter Wirt. Aber er ist ein Monster und er hat unseren Schatz irgendwo oben in seiner Taverne gelagert. Und meinen Anteil will ich haben. Mal abgesehen davon, dass diese Geschichte sehr ausgedacht klingt, würde ich gerne wissen, warum er den Schatz oben in seiner Taverne lagern sollte. Orlan ist bei dieser kriminellen Vereinigung, die sich Ring des Wassers nennen. Da sind viele Wassermagier drin und die haben ihn da oben. Kriminelle Vereinigung, der Ring des Wassers. Würde passen, weil Watras ist jetzt ja auch nicht gerade das Unschuldslamm hier. In der Lore von Jorgenson, sag ich jetzt mal. In der Taverne ein magisches Versteck eingerichtet. Und woher weißt du das alles? Ich habe einen meiner Männer im Ring eingeschleust. Sein Name ist Cavallon. Tja, Greg, dann weiß ich ja jetzt alles, was ich wissen muss. Der alte Rauter wird dann mal bei euren Meldung machen. Was? Ich verstehe gar nichts mehr. Greg, du Dummerchen, Orlan hat mich beauftragt. Ich sollte so tun, als würde ich für dich arbeiten, um an die Infos zu kommen, die du mir gerade gegeben hast. Ich dachte, wir wären Freunde. Mir kommen die Tränen. Aber ich muss jetzt los. Cavallon muss eliminiert werden. Du glaubst, dass ich dich jetzt gehen lasse? Du hast eh keine Chance. Ich wollte gerade sagen, so, warum erzählt er ihm das denn jetzt so? Ich würde doch an Rauters Stelle jetzt einfach so tun, als ob ich unschuldig wäre und dann einfach getrennte Wege gehen und dann an seiner Stelle zu Orlan und Bericht abgeben, weil das würde ja mit dem Plot auch Sinn machen, weil Greg würde ihn wahrscheinlich im Kampf besiegen, aber das hat jetzt meine Erwartungen natürlich nochmal komplett auf den Haufen geworfen gerade. Wo bist du? Hier! Scheiße! Hallo? Guten Tag. Du bist Xadas Türsteher. Ich bevorzuge den Ausdruck Sicherheitspersonal. Aber ja. Was hast du mit Hagen gemacht? Der war ja völlig fertig. Er hat Bekanntschaft mit meinem sehr langen, sehr dicken und auch sehr großen Schwert gemacht. Reden wir hier noch über eine Waffe? Klar, was dachtest du denn, hä? Ach, vergiss es. Aber sag mal, wo ist Xadas? Er ist weg. Ich passe hier so lange auf. Er hat mir auch nicht gesagt, wo er hin ist. Aber er ist mit einem Wassermagier zusammen irgendwohin aufgebrochen. Das wird ja immer schlimmer. Ach, oh, Inga. Ja. Ich habe gerade ein Duell gegen irgendeinen Hänfling verloren. Das kratzt an meiner Ehre. Ich dachte, du wolltest zu Xadas. Warum prügelst du dich dann mit irgendwem? Ich weiß auch nicht. Aber ich weiß es. Du bist schwach und dumm, Hagenmann. Inga hat mir viel über dich erzählt. Hagenmann ist auch gut. Du musst dich mal zusammenreißen und endlich der Krieger werden, der du mal warst. Und du bist wer? Nosnigroi. Ich bin ein Freund von... Jorgenson. Inga. Er wohnt doch schon seit 3 Wochen hier. Keine Ahnung, wie er dir nie aufgefallen ist. Es gab früher mal so einen Clip bei Jorgenson, da ist Inga, musste er ins Minental gehen, um oder gegen die Orks zu kämpfen oder Informationen über die Burg zu kriegen. Und er hat dann diesen Ork kennengelernt quasi, weil er ihn irgendwie, glaube ich, gerettet hat oder so war das. Ich finde das geil, wie so diese Überschneidungen stattfinden innerhalb dieser Videos. Das macht's richtig lebendig. Ach, ist mir doch scheißegal. Ich gehe trainieren. Nos Negroi, sollen wir uns was zu essen holen? Besser ist das. Ah, mein Kopf. Was zur Hölle ist passiert? Und wo ist Rauter? Immer mit der Ruhe. Wir finden sicher eine Lösung für das kleine Problemchen. Wer bist denn du? Ich bin Rerald von Giva, Gerald von Giva. Ist doch super. Gerald von Riva. Und das hier ist mein Partner Rissen. Und wen juckt das? Mein Partner Rissen. Das bitteschön. Geh mir aus dem Weg. Ich muss Rache üben. Irgendwie mögen die uns alle nicht. Falsch. Sie mögen dich nicht. Jo, Serpentes am Start. Ist das Video schon wieder rum? Das geht immer so schnell. Naja, hier gibt's noch anderes Zeug. Bis dann. Und betet mal zu Innos.
Ja, mache ich jeden Tag. By the way, muss ich ganz ehrlich sein. Ja, also Teil 3 von Geschichten mit Greg. Jetzt stehen noch zwei Teile offen, die wir uns in den nächsten zwei Videos, also in den nächsten zwei Reacts anschauen werden. Ich bin sehr gespannt. Das hat ordentlich Plot und ordentlich Wendung. Also gerade mit Rauter, der jetzt quasi hier Greg in den Rücken gefallen ist. Ich will wissen, wie es weitergeht. Und ich bin echt gespannt, was es jetzt mit Xardas und Watras eigentlich auf sich hat und wo die jetzt eigentlich sind. Und was überhaupt mit Kavalor? Wo ist der eigentlich? Ich habe so viele Fragen. Ich will wissen, wie es weitergeht, ja. Ich bin gespannt auf die nächste Folge. Ich hoffe, ihr auch. Abonniert Jorgenson. Wir machen jetzt auch direkt bei Jorgenson weiter mit dem nächsten Video. Diesmal aber ein Hip-Hop-Video von Lema. Und ja, ich würde sagen, hören wir mal rein. Kümmerliche Vorstellung. Bisschen Musik. Ja. Ja, ja, ja. Ey. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Ey. Ich bin Lema. Lema. Ey, bitte geh mal. Ich hab keinen Bock auf deine Drecksvisage. Du willst Geld? Kommt nicht in Frage. Nicht in Frage. Ich bin Lema. Ich bin der reichste Mann im Hafen. Hab das Antlitz eines Grafen. Jeder hier, der arbeitet für mich. Egal ob Bruno, Meldor oder Hyrule. Keiner lässt mich hier im Stich. Meine Jungs sind in den Straßen. In den Straßen. Digga, ich hab hier das Saar. Ich hab das Saar. Connections hoch bis dort Haken. Lema, der Boss, der King vom Hafen. Vom Hafen. Ich bin Lema. Lema. Ey, bitte geh mal. Geh. Auch die Diebesgilde ist an meiner Seite. Lema, der einzig wahre, niemals pleite. Niemals. Ich bin Lema. Lema. Ey, bitte geh mal. Geh. Ich hab keinen Bock auf deine Drecksvisage. Du willst Geld? Kommt nicht in Frage. Ich bin Kreditwürdigkeitsprüfer, boom. Ich hab'n Crazy Chrome. Das geht einfach so. Ich komm zu dir nach Hause mit Beratungsgesprächen. Aber wenn du nicht kooperierst, dann gib mir Meldor Schläge. Wenn du Geld von uns leihen willst, pass gut auf. 20% Zinsen zahlst du bitte drauf. Du hast einfach Zeit, das Geld zurückzuzahlen. Bitte bezahl endlich, das erspart die Qual. Du brichst die Regel, ich brich deine Knochen. Versprochen, du kommst doch angekrochen. Bitte bezahl pünktlich, direkt vor Ort. Sonst begeht der Meldor mal wieder einen Mord. Ich bin Lema. Lema. Meine Jungs, ja, die stehen da drüben. Ihr netter Geldverleiher im Hafen. Gesponsert geht das Ganze hier von Alvins Schafen. Gesponsert wird das hier von Alvins Schafen. Das Video ist vorbei. Aber da an der Seite gibt's noch andere chillige Sachen. Checkt das gerne mal ab. Möge Adanos euch schützen. Sorry. Da lief gerade eine geile Alte lang. Ja, macht's gut, Leute. Eine geile Alte. Sehr geil. Also, ich muss sagen, was auf jeden Fall anders war an diesem Track im Vergleich zu den anderen Hip-Hop-Sachen, die er veröffentlicht hat. Also erstmal hier produziert bei Wavy Beats, der Beat. Diese Betonung. Die Betonung der einzelnen Wörter und Sätze haben so viel besser gepasst. Es war zwar alles ein bisschen, ich sag mal, langsamer, weniger Wörter. Es ging nicht so zack, 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 Schlag auf Schlag, wie es bei Corinne's Pictures zum Beispiel der Fall ist. Aber dadurch konnte man jetzt auch sehr viel besser auch zuhören. Und diese Betonung der einzelnen Wörter und die Betonung der, ja, ich sag mal, der Lines, das hat sehr gut organisch ineinander gepasst mit der Musik. Und das hat mir, finde ich, sehr gut gefallen. Und Lema, das Gesicht eines Grafen, stimmt einfach. Er hat das Gesicht eines Grafen. Dieser Bart wirkt anmutig, die Glatze wirkt anmutig. Passt auch sehr gut zu ihm, weil er wahrscheinlich auch wirklich als Geldverleiher im Hafen wirklich überall seine Finger irgendwo mit drin hat. So, das wird so in Gothic 2 an sich gar nicht so richtig offenbar, aber, oder der Held kommt zumindest einfach nicht dahinter, aber das macht schon Sinn irgendwie, dass er der mächtigste Mann im Hafen ist und dass alle ihm ja irgendwie auch Geld schulden und alle ihm Gefallen dafür rückzahlen müssen, wenn sie es nicht finanziell haben und dass so Leute wie Mo oder Meldor halt auch seine Schläger sind oder für ihn arbeiten, das macht halt auch Sinn. Und dass er von jedem Geschäft im Hafen irgendwie mit profitiert, macht halt auch irgendwie Sinn. Und dass er mit der Diebesgilde irgendwie zusammenhängt. Das wird so im Spiel auch nicht wirklich gewahr, aber macht schon irgendwie Sinn alles. Deshalb
Gefällt mir sehr gut. Als nächstes haben wir ein Video von Jules Entertainment mal wieder. Und das geht 1,5 Minuten, wurde mir auch empfohlen. Und es heißt Snuffs Liebeserklärung an die Fleischwanze. Ich glaube, das ist ein Videoschnipsel aus Die Ludolfs. Das Mittagessen im alten Lager ist fast fertig. Zeit für eine Liebeserklärung an die Fleischwanze. Eine Fleischwanze ist also ein Ganzstags, also man kann im Winter so machen. Man kann sie morgens, abends essen. Eine Fleischwanze ist wirklich ein sehr leckeres Gericht. Man kann Fleischwanzen machen warm, man kann Fleischwanzen machen kalt. Also man kann in der Mine zum Buddeln oder zum Sumpfkraut rauchen, wie man gerade Hunger hat. Man kann sie abends morgens essen. Dagegen spricht kein Gardist oder kein Erzbaron oder so. Also, ich habe die Ludolfs damals nicht wirklich geguckt. Aber ich weiß von Merlin, dass, also er war oder er ist großer Ludolfs-Fan und daraufhin habe ich mir auch immer mal Best-ofs angeguckt von den Ludolfs. So, und ich glaube, diese Szene, da sagt er halt auch, er spricht über Nudeln. Hier, der, ich glaube, das ist Peter Ludolf, glaube ich, heißt der hier. Und der spricht hier über Nudeln und er sagt halt auch sowas wie, man kann Nudeln essen kalt, man kann Nudeln essen warm oder irgendwie sowas, sagt er auch. Und ja, sehr geil bis jetzt umgesetzt mit dem TTS-Tool. Die Assassinen essen das auch jeden Tag. Also ist eine Fleischwanze ein Ewigsessen. Egal wie die Fleischwanze zubereitet wird, ob als Rago oder Eintopf, jeder hat seinen Geschmack. Einer kam gerade vom Arena-Kampf. Der isst gerne Fleischwanzen. Der macht sich auch in der Arena Fleischwanzen. Kein Problem. Deswegen lasse ich auf Fleischwanzen nichts kommen. Humor muss sein. Dafür gibt's ja die humorvollen Assassinen-Fleischwanzen. Der hat ja auch Humor, der Assassine. Eine Fleischwanze kräftigt. Sie kräftigt nicht nur. Die hat Energie, bringt sie fürs Buddeln. Oder für Sektenspinner klatschen. Wenn man die gegessen hat, hat man auch Freude den ganzen Tag. Auch wenn Bloodwin mit seinen Gardisten, Schweinen und Arschkriechern der Erzbarone vorbeikommt und Schutzsatz aus dir rausprügelt. Wie gut das jetzt auch mit der Mimik gepasst hat und wie er das rübergebracht hat. Sehr geil. Wirklich, wirklich richtig gut. Das Mann. Ist das Wichtige. Die Fleischwanze schmeckt. Die Fleischwanze schmeckt. Ich glaube, der sagt im Original, sagt er auch, die Nudel schmeckt oder irgendwie. Darauf so. Kommt's an. Hast du sehr geil gemacht. Wirklich, wirklich sehr geil gemacht. Davon, von solchen kleinen Schnipseln, die gehen vielleicht nur 1,5 oder 2 Minuten aus irgendwelchen deutschen Serien oder Filmen oder sonst was. Sowas immer gerne. So, mit sowas mit einem TTS-Tool zu bearbeiten, das ist weniger Aufwand, als jetzt irgendwie einen ganzen Sketch im Spiel oder so zu produzieren. Aber sowas kann man öfters mal bringen und zwischendurch, es geht immer, das ist super. Also richtig, richtig gut gemacht, Mann. Und, ja, wie gesagt, schaut bei Jules Entertainment vorbei, hat ein Abo verdient einfach. Für genau solche geilen Videos, wirklich super. Ja, und zum Abschluss schauen wir nochmal beim guten Kurinus Pictures vorbei. Mit einem weiteren 16 Bars Video, diesmal von Cassia. Ich würde sagen, los geht's. Beim letzten Mal hatten wir uns Zuben angehört, das war schon ziemlich strong, muss ich sagen. Aber ich bin gespannt, was Cassia jetzt liefert. 16 Bars. Cassia am Start. Yo, haltet eure Schnauzen. Mama räumt jetzt erstmal auf. Ihr ganzen Opfer habt schlechte Reime. Und ihr habt flow-technisch nichts drauf. Dieser Lord André macht auf Kass. Doch ist ein unterwürfiger Hund. Also macht Platz, ihr möchtet. Oh Mann, Alter. Das geht schon wieder richtig gut ab. Ich lasse es mal durchlaufen und kommentiere es nachher. Nichts drauf. Dieser Lord André macht auf Kass. Doch ist ein unterwürfiger Hund. Also macht Platz, ihr möchtet gern Rapper. Denn jetzt spricht die Königin des Untergrunds. Ey, hab die Stadt fest im Griff. Ey, Designer Goldketten und Dritt. Ey, zieh dir Uhren und Ketten ab. Ey, meine Jungs machen Zap-Zap-Hab. Ey, bei der Diebesgilde bin ich Boss. Der Dietrich macht Klick und ich nacke dein Schloss. Bedrohe die Wachen mit Punchlines, Bits. Weil Cassia muss niemals zum Haftantritt. Meine Crew ist unfügbar. Das ist ein unfassbarer Sachverhalt. Dietes Probleme beschliche ich einfach die Judy. Kreative Staatsgewalt. Ey, uns kann keiner was. Chefs auf den Straßen im Hafenviertel. Neben dir alle Wertgegenstände. Klamotten und Schmuck und ein Lutero-Gürtel. Ey, es ist C-A-S-S-I-A. Du Prachtbar. Ramirez, bring all deine Wertgegenstände zu mir, du elender Bastard. Du Bastard. Also halt dein Maul und fick nicht mit der Gang, die sowas von mies ist. Sonst schwimmst du bald mit Beton an den Füßen im Hafenbecken von Korinitz. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Mama Cassia hat geliefert auf jeden Fall. Hier gab's noch eine Line, dieses Zap-Zapper-Rap oder so. Unterwürfiger Hund, also macht Platz, ihr möchtet gern Rapper. Denn jetzt spricht die Königin des Untergrunds. Ey, hab die Stadt fest im Griff. Ey, Designer Goldketten und Dritt. Ey, zieh dir Uhren und Ketten ab. Ey, meine Jungs machen Zap-Zap-Rap. Zap-Zapper-Rap,
oder irgendwie so. Das war, glaube ich, das ist eine Anspielung auf die Pennymarkt-Doku mit dem, mit diesem einen Wachmann von damals, der bei dieser Pennymarkt-Doku, in den ersten Pennymarkt-Doku-Videos, da quasi Leute da, die was klauen wollten, rausgezogen hat. Und der hat dann auch zu denen gesagt, so, da kommt jetzt die Polizei, zapp, zapp, herab, Polizei. Oder irgendwie so. Ich glaube, das ist eine Anspielung darauf. Aber lieber Windir, korrigier mich, wenn das irgendwie eine andere Anspielung war. Unterm Strich, Cassie hat auch geliefert. Wie gesagt, ich bin großer Fan von diesen langsamen Hip-Hop-Sachen oder langsamen Rap-Sachen, weil das dann irgendwie für mich besser, verständlicher und auch ein bisschen, ich mag es, wenn es so schwerer ist irgendwie. Das kommt vielleicht bei mir so ein bisschen auch vom Metal. Ich mag das, wenn Metal jetzt nicht so zack, 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 so schnell und trashig ist, sondern halt eher so langsam, episch und schwer. Das finde ich halt sehr viel geiler und das glaube ich, das zieht sich auch auf andere Musiksparten ab bei mir. Mies ist, sonst schwimmt so bald mit Beton an den Füßen im Haufenbecken von Korinitz. Ja, sehr geil. Sehr, sehr geil, kann man nicht anders sagen. Wieder gut produziert. Ja, und das war's auch heute mit dem React. Ich danke recht herzlich fürs Zusehen, liebe Freunde. Bleibt gesund. Schaut, wie gesagt, bei allen Kanälen vorbei, die ich mir hier angeschaut habe. Lasst überall ein Like und ein Abo da. Es war mir wieder eine große Freude, euren Content mir hier anzuschauen. Und ich bin gespannt, was uns im nächsten React erwartet. Macht's gut, bleibt gesund und ja, wir sehen uns. Ciao.